Herzlich willkommen bei Bauchgesteuert TV und damit zu einem weiteren Video. Heute mal ein ganz spezielles Thema und zwar, ich vermute, ich habe mir die Rippe gebrochen, angeknackst, gebrellt, irgendwas ist passiert und ich möchte jetzt gerne ins Krankenhaus fahren und das mal röntgen lassen, einfach nur um sicher zu gehen, dass alles okay ist und dass, wenn gebrochen, dass sich da nichts verschoben hat oder sonst was, weil es wirklich höllische Schmerzen sind in letzter Zeit, also ich kann nicht mehr wirklich schlafen. Auf alle Fälle habe ich jetzt mal überlegt, da wir ja so eine tolle Auslandskrankenversicherung haben, dass ich jetzt die Würzburger mal anrufe und einfach mal nachfrage, ob ich hier ins Krankenhaus gehen kann. Die Marci und ich, wir waren in einem großen Kaufhaus und da stand ein überdimensional großer Teddybär rum und der hat die Beine von sich gestreckt und irgendwie dachte ich, hey, ist doch eine coole Idee, wenn ich mich da so ein bisschen drauf plänke, ja, also von einem Bein zum anderen so quer rüberlege und die Marci schießt ein Foto von mir. Blöde Idee, ja, richtig blöd, weil in dem Moment, als ich da drauf lag und habe so die Arme von mir gestreckt, hat's rechts geknackst. Ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Also ich musste sofort da runtersteigen. 3 Tage später bin morgens aufgewacht und hatte höllische Schmerzen. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich fahre mal ins Krankenhaus und lasse es vielleicht doch mal röntgen. Ja, und einfach mal gucken, ob da alles in Ordnung ist oder was da los ist. Aber ich dachte, ich rufe jetzt vorher mal die Versicherung an und frage mal nach, ob die auch diesen Schadensfall mit abdeckt. Brauchen Sie meine Versicherungsscheinnummer? Es geht um die Auslandskrankenversicherung. Richtig, genau, ja. Dann können Sie mir die Nummer gerne schon mal nennen. Ja, das ist die 361. Während man ein System sucht, können Sie mir ja schon mal kurz Ihr Anliegen schon. Ich vermute, ich habe mir irgendwie entweder eine Rippe angeknackst, geprellt oder sonst was. Ich bin ja hier in Thailand, ja, und ich wollte mal fragen, ob ich damit jetzt ins Krankenhaus gehen kann, dass die mich mal durchchecken. Ich meine, wenn irgendwas gebrochen ist an der Rippe, da kann man, glaube ich, eh nichts machen, weil das sich ja von selbst irgendwie stabilisiert. Ja. Nichtsdestotrotz, auf jeden Fall mal. Ja. Können Sie natürlich in ein Krankenhaus Ihrer Wahl gehen. Dahingehend schreiben wir nichts vor. Okay. Wenn das bei einer ambulanten Behandlung bleibt, wovon ich jetzt eigentlich erstmal ausgehe, ja, na klar. Dann bitte einmal die Rechnung da vor Ort zahlen und im Nachgang dann einreichen bei uns Zweck Rückerstattung. Wenn stationär aufgenommen werden müssen, dann nochmal melden. Aber so müssen wir den Fall jetzt erstmal nicht festhalten. Wenn ich Rechnung und Diagnose oder irgendwas habe, das schicke ich dann an info@würzburger.com, oder? Ja, das schicken Sie dann an die Würzburger. Okay, dann danke ich für Ihre Auskunft. Ja, alles Gute, falls wir dann noch was tun können, melden Sie. Vielen Dank, schönen Tag Ihnen, ja? Dankeschön, ja. Tschüss. Ja, das hat auch mal super geklappt. Warum habe ich denn hier so Flecken am Kopf? Ist ja übel. Boah, ich glaube, es breitet sich aus. Leute, ich muss ins Krankenhaus. Ist ja auch schon mal geil. Ich stehe hier im Krankenhaus und habe mich voll verlaufen. Irgendwie war am Hintereingang, also ich bin im Ram-Hospital übrigens in Chiang Mai. Und im Hintereingang stand irgendwo Entrance. Ich laufe da rein, sehe nur diesen Fahrstuhl und fahre erstmal komplett nach oben, weil die Buttons irgendwie nicht funktioniert haben auf der einen Seite. Jetzt bin ich irgendwie im Keller. Ich habe keine Ahnung, wie es hier zur Anmeldung geht. Ja, und jetzt warte ich hier schon wieder 5 Minuten, bis der Aufzug wieder runterkommt. Ich glaube, ich kann da irgendwie nicht reinlaufen. Ich weiß ja nicht, ob hier irgendwo Patienten rumliegen oder was, aber es bleibt spannend. Wieder im Aufzug. Die Knöpfe funktionieren, die da funktionieren nicht. Deswegen bin ich erstmal in den 11. Stock gefahren. Jetzt mal gucken, wo ich jetzt ankomme hier. Also hier bin ich irgendwo reingelaufen. Der Aufzug geht nicht. Da ist irgendwie zu. Wo bin ich hergekommen? Ich glaube, hier bin ich hergekommen, oder? Nee, es ist verrückt. Ja, hier steht Stuff Only, da bin ich natürlich nicht rein, sondern hier Entrance, aber da ist nichts. So, jetzt war ich gerade da ist eine Aufnahme draußen an der Luft irgendwie. Und jetzt dachte ich, ich könnte mich da ganz gechillt hinsetzen und dann da irgendwie was erzählen. Jetzt ist das, glaube ich, nur für Covid-Patienten oder so. Die hat jetzt gesagt, ich soll jetzt um die Ecke gehen und direkt vorne in die Klinik rein. Ich check's hier überhaupt nicht mehr. Naja, vielleicht stelle ich mich auch ein bisschen doof an, nur, aber weil da hinten neben Eingang stand, da bin ich da reingelaufen. Also die haben jetzt da hinten in diesem Vital Sign Room, haben die jetzt erstmal Puls gemessen, Blutdruck gemessen, mich auf die Waage gestellt, erstmal so die Grundvitalwerte abzuchecken und jetzt mal schauen, jetzt muss ich gleich zum Arzt und dann mal gucken, was der so macht mit mir.
Also die haben jetzt von mir ein paar X-Rays gemacht, also ein paar Röntgenaufnahmen gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt, ob ich mir irgendwas angebrochen habe oder ob es vielleicht doch nur eine Muskelprellung ist. Ja Leute, so wie es aussieht, ich habe hier das Ergebnis und ich habe mir tatsächlich eine Rippe gebrochen. Wahnsinn, dieser böse, böse Teddybär. Also, mir tut alles weh. Ja, auf alle Fälle, das hier ist das Ram Hospital und es sieht einfach echt cool aus hier, muss ich sagen. Wie die sich hier um einen kümmern, es ist Wahnsinn. Also man kommt hier rein, meldet sich da an, ja, dann geht man weiter, zu welchem Stand auch immer, was man so hat. Dann wird man wieder abgeholt und es ist echt krass. Also jeder kümmert sich hier um einen, dann kriegt man so einen kleinen Zettel in die Hand mit einem QR-Code drauf. Und wenn man dann wird man nochmal durchgecheckt medizinisch, also sprich Blutdruck wird gemessen, das Gewicht, die Größe wird bestimmt und alles. Ja, dann muss man wieder sich raussetzen, wartet ungefähr 2 Minuten. Dann kommt wieder jemand, der dann nach Mister, Mister ruft, ja, und dann gucken die wieder auf deinen QR-Code, auf die Karte. Da geht's zur nächsten Station. Ich glaube, das war dann sogar schon der Doktor. Und dann hat er gleich gesagt, okay, komm, da machen wir nicht lang rum, machen wir gleich ein X-Ray, also eine Röntgenaufnahme. Ja, dann hat mich da wieder eine Krankenschwester abgeholt, wieder eine andere. Die hat mich zum X-Ray gebracht. Da saß ich dann dort wieder. Nach 2 Minuten kam da einer raus, hat mich zum Röntgen reingeholt. Dann haben die ein paar Fotos geknipst. Dann hat mich die nächste Krankenschwester wieder zurückgeführt zu dem Arzt. Da habe ich dann da eine Weile gewartet. Ja, und der Arzt hat dann gesagt, ich habe mir die 10. Rippe gebrochen. Scheiße. Und alles nur, weil ich auf einem Teddybär liegen musste. Also Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Darauf erstmal einen schönen Tighty gönnen. Und jetzt möchte ich euch mal das böse Wesen zeigen, was dafür verantwortlich war. Da ist das Ding. Sieht ganz unscheinbar und freundlich aus, aber hat's faustdick hinter den Ohren. Guckt euch das schon mal an, wie der lächelt, wie der grinst. Dieses freundliche, strahlende Gesicht. Ich werde das nie vergessen, was du mir angetan hast. Ja, du, jetzt guckt er mich auch noch so falsch lieb an, ja. Ja, und wie ist jetzt das Ganze passiert? Also ich meine, ihr seht da diesen lieben Teddybären, ja, und irgendwie habe ich gedacht, ja cool, man könnte sich ja hier drauflegen und ich meine, der sieht ja so schön kuschelig weich aus, ja, aber der scheint trüb. Wenn ihr jetzt mal ganz genau hier mitkommt, ich wollte mich quasi hier so drüber legen, ja, und anstatt flauschig weich, ist das Ding knackehart. Und als ich da schon lag, dachte ich schon irgendwie, oh, das wird abenteuerlich. Aber dass es dann noch Knacks macht und meine Rippe gebrochen ist. Echt du, schäm dich. Böser Teddybär, böser Teddybär. Und genau 3 Monate später werde ich jetzt dieses Video mit euch zusammen beenden. Und ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, wie viel das Ganze gekostet hat und ob die Versicherung hier auch bezahlt hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen nehme ich euch jetzt mal hier mit rüber und wir gehen jetzt mal hier die Rechnung durch vom Ram Hospital in Chiang Mai. Hier oben könnt ihr es auch noch sehen. Ja, und hier sehen wir jetzt quasi, das ist jetzt hier die erste Rechnung, ja, Medical Supplies, das sind hier 21 Bat, dann Diagnostik, Radiologie. Also ich vermute mal, das ist hier der komplette Prozess mit X-Ray, also quasi eine Röntgenbildaufnahme, alles was sie da gemacht haben, sind wir bei 1380 Bat. Dann hier Nursing, ja, das sind dann, ich vermute mal, dass es die Krankenschwestern sind, die mich immer so schön abgeholt haben und wieder irgendwo dahin begleitet haben. Ja, und hier im Prinzip nochmal genau dasselbe. So, das Ganze hat hier gekostet 1521 Baht. Das war Rechnung Nummer 1. Jetzt gehen wir mal rüber, Rechnung Nummer 2. Da haben wir hier nochmal so eine Physician Evaluation Management Services. Also ich vermute mal, dass das quasi die ärztliche Konsultierung war. Also als ich mit dem Arzt gesprochen habe,
ja, und der sich ja, mich nochmal angeschaut hat. Im Prinzip, das sind hier auch nochmal 500 Watt, die hier dazugekommen sind. Zusätzlich haben wir hier nochmal X-Ray, also Röntgenaufnahme, Brustdigital, X-Ray, die Rippen, ja, wurden auch nochmal von dem Arzt angeguckt. Dann sind wir hier bei 330 Watt. So, und das Ganze jetzt zusammengerechnet haben wir jetzt hier eben 830 Watt. Hier steht es auch nochmal. Total Doctor Fee, also das war wirklich der Arzt inklusive die Bestimmung, ja, das Nachschauen, ob ich eine Rippe gebrochen habe oder auch nicht. Und dann haben wir nochmal die Krankenhauskosten und die liegen hier bei 1521 Baht. Und zusammen macht das hier sage und schreibe 2351 Baht. Ja, und das sind dann ungefähr 60 Euro, ein bisschen mehr als 60 Euro gewesen. Und das Ganze hier habe ich natürlich eingereicht, das habe ich zur Würzburger geschickt und die haben das Ganze dann natürlich auch bezahlt. Ich habe hier mal so ein paar Sachen auch ausgeblurrt, ja. Bisschen Datenschutz muss sein. Und hier könnt ihr sehen, dass ich das Ganze am 26.10. habe ich das Ganze eingereicht. Ja, da war mein Krankenhausbesuch sozusagen. Und genau am 16.11., also ungefähr 3 Wochen später, hat das die Würzburger Versicherung auch bezahlt. Und hier könnt ihr nochmal den Thai-Bad-Betrag sehen, 2351 Baht. Und bezahlt hat die Würzburger dann 63,13 Euro. Wurde dann auf mein Konto überwiesen. Kommt natürlich noch hier auf bei ausländischen Währungen. Genau, da geht es dann nach dem Umrechnungskurs. Aber der Umrechnungskurs, der hat wirklich gepasst. Also alles super, ja, ungefähr 3 Wochen hat es gedauert. Die gute Dame am Telefon hat ja auch noch gesagt, wenn ich jetzt stationär aufgenommen werden würde, dann müsste man da nochmal anrufen und dann würden die das Ganze natürlich auch ein bisschen schneller bezahlen. Aber in dem Fall war das wirklich eine feine Sache. Ich kann euch nur den Tipp geben, legt euch niemals quer über so einen Teddybär. Ansonsten ist alles gut. Und ja, ich freue mich, dass das geklappt hat. Ich lasse euch meinen Link unten in der Videobeschreibung da. Da seht ihr nochmal ganz genau, welche Versicherung wir haben. Und ansonsten danke, dass du zugeschaut hast und bis zum nächsten Video. Bis bald.